Hallo und grüß Gott, liebe Zuschauer. Wir befinden uns hier vor der kleinen Wieskapelle, sozusagen die Vorläuferin der weltberühmten Wieskirche. Heute begehen wir eines der Hauptfeste der Wieskirche, nämlich das Fest der Tränen Christi. Aus diesem Fest hat sich die Wallfahrt zum gegeißelten Heiland entwickelt. Sie müssen wissen, in der Barockzeit wurde insbesondere das Leiden Christi verehrt. Und es wurden auch die sogenannten Karfreitagsprozessionen eingeführt. Herr Wieskurat Geis, was hat das alles mit dem gegeißelten Heiland zu tun? Die Gemarkung der Wieskirche gehört eigentlich zur Gemeinde Steingaden. Steingaden, da gab es ein Prämonstratenserkloster. Heuer, genau vor 875 Jahren, wurde das gegründet. Und im Barock, im Jahr 1730, haben die Patres beschlossen, eine Karfreitagsprozession in Steingaden stattfinden zu lassen. Und da wollte man die Szenen der Leidensgeschichte Jesu so in Figuren mittragen, dass die Leute das visualisieren und sehen können. Und eine Szene hat gefehlt, nämlich die des Jesus an der Geißelsäule. Und dann haben zwei Patres auf die Schnelle eine Figur zusammengezimmert. Sie haben also von irgendeiner Figur einen Kopf genommen. Da haben sie dann echtes Haar und einen Bart hingeklebt. Dann haben sie von einer anderen Figur die Arme genommen, das Ganze verbunden, zusammengebunden, genagelt, mit Leintuch umgeben und am Schluss auch noch mit Pappmaché verstrichen. Und diese Figur hat man dann mitgetragen bei der Prozession. Sie erregte großes Aufsehen, aber nicht wegen der Geißelung, der Szene, die dargestellt ist, sondern weil die Leute gesagt haben, na, die Figur ist aber nicht schön, da muss man sich ja schämen. Und dann wollten die Leute diese Figur nicht mehr sehen. Und das hat man dann im Jahr 1734, hat man dann die Figur auf den Dachboden beim Klosterwirt gestellt. Im Jahr 1738 hat sich dann die Bäuerin hier der Wies, eine Frau Maria Lori, an diese Figur erinnert. Und sie ist zu ihrem Verwandten gegangen, dem Klosterwirt von Steingaden, hat gefragt, ja, da müsste doch nur die Figur da sein. Er sagt, ja, die steht da am Dachboden. Und dann hat sie gesagt, ja, kriege die. Und dann hat sie gesagt, die kannst du mitnehmen, die will ja sowieso keinen. Dann hat die Frau Lori diese Figur von ihren Männern in den Wiesbauernhof rauftragen lassen. Dann kam die Familie regelmäßig zum Gebet für diese Figur zusammen. Und am 14. Juni 1738 geschah es, da kamen dieser Figur, dem Wiesheiland, Tränen. Ein Tränenwunder. Und das ist eigentlich der Ursprung dieser Wallfahrt hier, das Tränenwunder des Wiesheiland. Und unzählige Menschen sind hierher gewallfahrtet. In der Wies hat es ein Wunder gegeben. Und dann wurde es den Loris zu viel, diese Figur zu Hause zu haben. Und dann hat man entschlossen, eine erste Kapelle zu bauen. Die jetzt hier im Hintergrund ist die alte Wieskapelle. Aber die wurde auch gleich wieder zu klein. Und dann hat man dann einen hölzernen Anbau hingestellt. Und auch der wurde zu klein. Und im Jahr 1745 hat dann der nächste Abt, das war der Marianus Meyer, der hat dann beschlossen mit seinen Patres, jetzt bauen wir eine gescheite Kirche, eine große Kirche. Und Prämonstratenser sind ja sehr vornehme Herren, Chorherren. Und da hat man dann gesagt, na, wenn wir das schon bauen, dann schon gescheit. Also klotzen statt kleckern. Und dann haben sie auch den berühmtesten Baumeister genommen, den Dominikus Zimmermann, ein ausgewiesener Spezialist seines Fachs, der im ganzen schwäbisch-bayerischen Raum großartige Werke gebaut hat. Dann haben die gebaut 1745 bis 1754 und es wurde das absolute Meisterwerk des Dominikus Zimmermann. Und so ist die Wieskirche entstanden als das vollendetste Rokoko-Bauwerk in Bayern, weltweit eigentlich. Und es wurde auch dahingehend gewürdigt, dass die Wieskirche im Jahr 1983 in das UNESCO-Welterbe aufgenommen. Eine der ältesten Welterbestätten, die wir in Deutschland haben. Das Tränenwunder war der Auftakt der großen Wallfahrtsbewegung in die Wies. Herr Wieskurat Geis, worin besteht denn die besondere Anziehungskraft des gegeißelten Heilands? Es ist interessant, auf der einen Seite ist diese Kirche hier so unendlich schön und prunkvoll. Dieses Prunks ist eigentlich etwas ganz Einfaches. Also die Figur des Wiesheiland ist eine ganz schlichte, überhaupt nicht adäquat eigentlich zu dem Prunk, der hier ist.
Es ging mit einem Tränenwunder los am 14. Juni 1738. Und ich erzähle es immer gerne, es gibt einen Psalmvers, der heißt, die mit Tränen sehen, werden mit Jubel ernten. Das ist der Psalm 126. Und aus diesem Tränenwunder, aus dieser schlichten Figur, ist dieses Bauwerk, dieser Jubel von weltweiter künstlerischer Bedeutung geworden. Und das ist das eigentlich ja fast Paradoxe, dass wir hier in diesem jubelnden Raum, in diesem triumphalen Raum, auf einen Gegeißelten, auf einen geknechteten Menschen schauen, auf einen, der nicht schön ist. Also so wie es in den Gottesknechtsliedern bei Jesaja auch heißt, wir schauen auf den, der gebunden ist, der geschlagen ist, dem der Bart ausgerissen ist. Und dieser zeigt uns in all unseren Lebenslagen, dass Gott uns nicht allein lässt. Also er leidet mit uns. Man muss bedenken, im 18. Jahrhundert war ja ein kriegsreiches Jahrhundert. Es gab viele Tränen, Hunger, Not. Und die Figur des Heilands, sie streckt uns sogar auch noch die Hand entgegen. Also selbst in dieser Situation, wo er selbst der Gefolterte ist, reicht er uns die Hand, um uns in die Versöhnung mit Gott zu führen. Und die Kirche ist ein Stein und Holz und Kunst gewordenes Zeichen, wie aus diesem Opfer Jesu das Heil erwächst, dass wir mit Gott versöhnt sind. Und so kommen seit damals, seit die Kirche geweiht wurde, seit 1754, unendlich viele Menschen mit all ihren Nöten, Anliegen, Sorgen, Bitten. In den Seitengängen neben dem Altarraum sind unzählige Gebetszettel, sind Votivtafeln, auch Dank von Menschen, wo es ihnen geholfen worden ist, aus schlimmsten Situationen. Und so kann jeder hierher kommen mit seinen tiefsten Befürchtungen, Ängsten, zum Teil auch Sachen, die man niemand mitteilen kann, also nicht einmal den engsten Verwandten, die man nicht beunruhigen will. Und das kann man hier zum Wiesheiland bringen und darf man wissen, und das wissen die Leute durch die Jahrhunderte jetzt, hier kommen sie an und hier werden sie aufgenommen. Liebe Zuschauerinnen und Zuschauer von KTV, liebe Brüder und Schwestern, am Sonntag nach dem 14. Juni, das ist immer der Tag des Tränenfestes, feiern wir in der Wies als eins unserer großen Kirchenfeste eben das Tränenfest. Und ich lade Sie ein für den kommenden Sonntag, den 19. Juni, zum Tränenfest aus der Wieskirche. Als Wieskurat darf ich die heilige Messe feiern und ich freue mich besonders, dass mein Vorvergänger Prälat Georg Kirchmeier, der jahrzehntelang Wieskurat war, die Festpredigt übernehmen wird. Die musikalische Gestaltung dieses festlichen Gottesdienstes wird sein von einem Chor aus Litauen, aus Vilnius, nämlich der Chor Adoramus unter der Leitung des Dirigenten Schimkus. Und unsere Chorregentin, Chorleiterin, Kirchenmusikerin, Frau Christina Kuzmiskaite, ebenfalls aus Litauen, wird die Orgel spielen. Es wird sicherlich ein sehr schönes Fest. Ich freue mich, wenn Sie dabei sind. Von der Wieskirche wünsche ich Ihnen alles Gute und Gottes Segen vom Wiesheiland.
Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Der Herr sei mit euch. Und mit deinem Geist. Liebe Brüder und Schwestern hier in der Wieskirche, wie auch Sie, die Sie über KTV jetzt live diesen Gottesdienst mitfeiern, heiße Sie alle herzlich willkommen zu diesem Gottesdienst zur Feier der Tränen des Herrn. Eines der großen Feste, die wir hier in der Wieskirche feiern, zurückgehend auf das Tränenwunder am 14. Juni im Jahr 1738, wie die Figur des gegeißelten Heilands, die im Altar zu sehen ist, wie sie Tränen gehabt hat, Tränen ob der Lage der Welt, Tränen über die Menschheit, die Trauer aufgenommen hat der Zeit, auch unsere Trauer aufnimmt. Und so feiern wir hier in der Wieskirche diesen Tag immer am Sonntag nach dem Tränentag und sind dankbar dem Herrn, dass es für uns all die Schmerzen, all das Leid auf sich genommen hat, ausgedrückt auch durch die Tränen. Wenn ich Sie jetzt begrüße, ist es mir eine ganz besondere Freude, auch besondere Gäste begrüßen zu dürfen. Ich darf eine Gruppe der Männerseelsorge der Diözese Augsburg begrüßen, angeführt von Herrn Diakon Gerhard Karl. Lieber Gerhard, sei gegrüßt. Wir sind jetzt seit einigen Tagen unterwegs zu Fuß. Von Lindau sind Sie gestartet, um heute zu diesem Gottesdienst hier in der Wieskirche anzukommen. Ich begrüße Herrn Diakon Eder, der mit am Altar steht. Heute werden wir einen ganz besonderen musikalischen Genuss erleben dürfen. Der Chor Adoramus aus Vilnius in Litauen ist gekommen, um jetzt diesen Gottesdienst zu gestalten. Herzlich willkommen unter der Leitung von Imantas Šimkus. Wir freuen uns auf die wunderbare Musik. Ich begrüße die Mitglieder der Bruderschaft, begrüße die Mitglieder des Freundeskreises der Wieskirche, alle Wohltäter und Freunde. Und ganz besonders grüße ich mit uns allen unseren Ehrengast, Prälat Georg Kirchmeier, mein Vorvorgänger im Amt des Wieskuraten. Für mich ist es heute das erste Tränenfest, das ich als Wieskurat feiern darf. Und ich freue mich sehr, lieber Georg, dass du heute gekommen bist und die Predigt halten wirst. Von 1978 bis 2012 warst du hier an dieser Stelle gestanden als Wieskurat, hast das Tränenfest praktisch aufgebaut. Also es ist sozusagen dein Fest und wir alle freuen uns, dass du gekommen bist. Wir wollen uns nun bereiten für die Feier dieser Heiligen Messe, wollen all das, was uns bedrückt, was uns belastet, vor den Herrn legen und ihn, den Kyrios, und sein Erbarmen anflehen. Thank you.
Lasset uns beten. Ewiger Gott, dein Sohn hat unser Leben geteilt, hat Freude erfahren und Leid getragen wie wir. Heute gedenken wir aller Tränen, die er geweint hat, und bitten dich um die Gnade, in allem, was uns widerfährt, deiner Liebe zu vertrauen, durch ihn, Jesus Christus, unseren Herrn und Gott, der in Einheit des Heiligen Geistes mit dir lebt und herrscht in alle Ewigkeit. Amen. Lesung aus dem Buch Jeremia. Meine Augen fließen über von Tränen, bei Tag und bei Nacht, und finden keine Ruhe. Denn großes Verderben brach herein über die Jungfrau, die Tochter, mein Volk, eine unheilbare Wunde. Gehe ich aufs Feld hinaus, seht, vom Schwert durchbohrte. Komme ich in die Stadt, seht, vom Hunger gequälte. Ja, auch Propheten und Priester werden verschleppt in ein Land, das sie nicht kennen. Hast du denn Juda ganz verworfen? Wurde dir Zion zum Abscheu? Warum hast du uns so geschlagen, dass es für uns keine Heilung mehr gibt? Wir hofften auf Heil, doch kommt nichts Gutes, auf die Zeit der Heilung, doch ach, nur Schrecken. Wir erkennen, Herr, unser Unrecht, die Schuld unserer Väter. Ja, wir haben gegen dich gesündigt. Um deines Namens willen verschmäh nicht, verstoß nicht den Thron deiner Herrlichkeit. Gedenke deines Bundes mit uns und löse ihn nicht. Wort des lebendigen Gottes. Danke. Jubelt ihr Lande,
aller Hinden der Erde schauen Gottes Heil. Jubelt ihr Lande dem Herrn, aller Hinden der Erde schauen Gottes Heil. Singt dem Herrn ein neues Lied, denn er hat wunderbare Taten vollbracht. Er hat mit seiner Rechten geholfen und mit seinem heiligen Arm. Jubelt ihr Lande dem Herrn, aller Hinden der Erde schauen Gottes Heil. Der Herr hat sein Heil bekannt gemacht, und sein gerechtes Wirken enthüllt vor den Augen der Völker. Er dachte an seine Huld und an seine Treue zum Hause Israel. Jubelt ihr Lande dem Herrn, aller Hinden der Lesung aus dem Brief an die Hebräer. Als Christus auf Erden lebte, hat er mit lautem Schreien und unter Tränen Gebete und Bitten vor den gebracht, der ihn aus dem Tod erretten konnte. Und er ist erhört und aus seiner Angst befreit worden. Obwohl er der Sohn war, hat er durch Leiden den Gehorsam gelernt. Zur Vollendung gelangt, ist er für alle, die ihm gehorchen, der Urheber des ewigen Heils geworden. Wort des lebendigen Gottes. Der Herr sei mit euch. Und mit deinem Geiste. Aus dem Heiligen Evangelium nach Matthäus. Ehre sei dir, o Herr. In jener Zeit gingen die 11 Jünger nach Galiläa, auf den Berg, den Jesus ihnen genannt hatte.
Und als sie Jesus sahen, fielen sie vor ihm nieder. Einige aber hatten Zweifel. Da trat Jesus auf sie zu und sagte zu ihnen: Mir ist alle Macht gegeben im Himmel und auf der Erde. Darum geht zu allen Völkern und macht alle Menschen zu meinen Jüngern. Tauft sie auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Und lehrt sie, alles zu befolgen, was ich euch geboten habe. Seid gewiss, ich bin bei euch alle Tage bis zum Ende der Welt. Evangelium unseres Herrn Jesus Christus. Lob sei dir, Christus. Liebe Wallfahrer, liebe Schwestern und Brüder im Herrn. Die Welt ist voller Tränen. Sunt lacrime rerum. Dieses Wort ist Jahrtausende alt und gilt für alle Zeit und Ewigkeit. Sunt lacrime rerum. Es stammt von dem römischen Dichter Vergil und ist gut in unsere Zeit und Sprache übertragbar. Die Welt ist voller Tränen. Das heißt, für unser Leben, für unsere jetzige Zeit, Tränen, Tränen über Tränen. Wenn wir uns in unserem eigenen persönlichen Leben umsehen, wie viele Schmerzen, wie viel Leiden treiben uns die Tränen in den Augen? Das sind oft physische Tränen, Wunden, Krankheiten, weil alles weh tut. Oft psychische Leiden, weil wir uns hilflos fühlen, missverstanden, nicht mehr weiter wissen. Am Ende sind Tränen. Oft Tränen auch des Mitleidens, Tränen für andere Mitmenschen, mit denen wir mit und nach weinen, zum Beispiel für unsere Kinder. Tränen für unsere Verstorbenen. Verstorbene Menschen, die wir geliebt und verloren haben, Tränen trauernder Liebe. Und wenn wir hineinschauen in unsere Welt, in unsere Tage, in unsere Zeit, Tränen. Wir erleben zurzeit einen hässlichen Krieg in der Ukraine, Mord und Totschlag, Zerstörung, Vernichtung. Es ist zum Heulen. Tränen überall. Wir kennen die Bilder, Tränen in den Gesichtern der Mütter und Kinder, geflüchtet in die Bunker von Bomben, zerstörten Häuser, Tränen der Verzweiflung, ja, der Hilflosigkeit, der Ohnmacht. Liebe Schwestern und Brüder, da geschieht nun mitten in unser Leben hinein, der damaligen Zeit, auch für heute, hier und jetzt, neu in unseren Tagen, etwas ganz Großes und Wunderbares, das Wunder in der Wies, das Tränenwunder am gegeißelten Heiland auf der Wies.
Wir kennen die Wundergeschichte, als sich die Bauernfamilie Lori in der Kleiderkammer ihres Bauernhauses hier unten am Parkplatz versammelt hat vor dem armseligen Bildnis des nur aus altem Gereffel zusammengefügten Figur des leidenden, gegeißelnden Heilandes. Wir sehen es hier vorne in der Nische des Hochaltares. Da geschieht das Wunder. Sie sehen plötzlich im Antlitz des Gegeißelten Tränen, das heißt wörtlich Zecher, im Gesicht des Heilands. Sie sind erschrocken, heißt es in der Geschichte. Freilich, was Wunder. Tränen über Tränen. Das Tränenwunder. Bis heute ist dieses Wunder oft angezweifelt, ja, manchmal sogar lächerlich gemacht, missverstanden. Aber, liebe Schwestern und Brüder, wir glauben an dieses Wunder. Wir feiern dieses Tränenwunder heute sogar als ein Fest, das Fest der Tränen Christi. Das Tränenwunder beinhaltet zwei tiefgründige Aussagen, die Tränen im Antlitz des gegeißelten Heilandes bedeuten. Tränen Jesu sind Tränen für uns und über uns. Und die Tränen Jesu, des Sohnes, des lebendigen Gottes, sind Tränen mit uns. In den Tränen Jesu weint die Liebe. Die Liebe Gottes über uns und mit uns. Wer schon einmal im Heiligen Land war, in Israel, erinnert sich an ein unvergessliches Erlebnis, wenn man auf die heilige Stadt Jerusalem zuführt, zugeht, dann über einem Hügel, den Ölberg, auf dem Abhang dieses Berges mit einem großartigen, wunderbaren Blick über Jerusalem. Da liegt die Kapelle, die Kirche Dominus Flebit. Jesus weint. Jesus der Herr, biblisch überliefert, bezeugt. Ich durfte schon ein paar Mal mit einer Pilgergruppe einen Gottesdienst dort feiern und um Gedenken an die Tränen des gegeißelten Heilandes hier, wo ich Pfarrer Kurat sein durfte, hat mich dieser Ort im Schauen und Beten tief bewegt. Die Schrift sagt uns, als Jesus an dieser Stelle auf Jerusalem blickte, da weinte er. Wie oft wollte ich euch wie eine Henne ihre Küchlein unter meine Flügel sammeln, doch ihr habt es nicht gewollt. Jesu Tränen über Jerusalem, liebe Schwestern und Brüder, das sind heute Tränen über uns, für uns, mit uns. Tränen der Traurigkeit über uns, Tränen der Hilflosigkeit, der Ohnmacht. So müssen wir auch die Tränen des gegeißelten Heilandes verstehen und deuten. Tränen über uns. Jesus weint auch unsere Tränen. Unsere Tränen sind beim gegeißelten Heiland sehr gut aufgehoben. Es sind die Tränen mit Jesus über unsere Schmerzen und Leiden, unsere Tränen und der Traurigkeit, über unsere Tränen der Sünden und Tränen der Hilflosigkeit und Ohnmacht, unsere Erschütterung, weil wir nicht verstanden werden, in unserer Zuneigung, Liebe nicht ernst genommen werden. Jesus weint über uns und mit uns. Und wir weinen mit Jesus. Dominus Flebit.
In den Tränen Jesu, des gegeißelten Heilandes, weint also die Liebe Gottes mit uns und durch uns. Seine Tränen sind Mitleidenschaft mit uns. Mitleiden mit unseren Mitmenschen auch. Ein bedeutender Theologe unserer Tage, John Baptist Metz, fasst dieses Geschehen mit dem Begriff zusammen: Kompassion, Mitleiden. Kompassion mit offenen Augen. Wir können und dürfen theologisch nicht sagen, Gott leidet, Gott weint, das geht theologisch nicht. Aber wir können und dürfen wohl sagen und spüren, in den Tränen Jesu, des menschgewordenen Sohnes Gottes, leidet gleichsam und wirklich Gott mit uns, also weint menschlich und göttlich mit uns und mit der ganzen Schöpfung, die in Seufzen liegt, mit aller Welt und Zeit. In den Tränen Jesu erfahren wir eine ganz tiefreichende, elementare Leidenempfindlichkeit, ein ganz reales Mitleiden der Liebe Gottes mit uns und eine breite Mitleidenschaft. Wir leben, liebe Schwestern und Brüder, in einem Tal der Tränen, heißt es einmal in einem Mariengebet. Aber in diesem Tal der Tränen sind wir mit unseren Tränen nicht allein. Der gegeißelte Heiland weint mit. Seine Tränen für uns und mit uns werden zu Tränen zum Füreinander und Miteinander. Kompassion. Die Tränen, um es besser direkter auszudrücken, die Tränen sind konkret das rettende Wort Gottes für uns Menschen, die Tränen, die wir weitergeben sollen, mitweinen. Die Tränen sind die heilenden Hände, die uns der gegeißelte Heiland Gott entgegenstreckt. Und mit unseren Händen sollen wir diese Liebe weiterreichen. Die Tränen sind der Weg der Wahrheit und des Lebens, der Weg mit Gott und miteinander, und auf dem wir aus dem Chaos und dem Hass und dem Krieg zum Frieden finden sollen. Der Friede ist allweg in Gott, und Gott ist der Friede. Liebe Schwestern und Brüder, zum Schluss möchte ich noch gerne sagen, im Hochgebet der Heiligen Messe, das wir jetzt dann miteinander sprechen und beten, dem Gedenken für die Verstorbenen, da heißt es: Und lass mit ihnen, mit den Verstorbenen, uns zu Tische sitzen in deinem Reich, dann wirst du alle Tränen trocknen. Im Himmel gibt es keine Tränen mehr. Das ist das Wunderbare in unserer schönen Wieskirche. Der Himmel der Wies, ein Stück Himmel auf Erden, Fingerabdruck des Himmels, sagt ein Dichter. Das Deckenfresko in der Wies, wer durch dieses Tal der Tränen unseres irdischen Lebens geht, mit dem gegeißelten Heiland, und es geht nicht ohne Kreuz und Tränen, liebe Schwestern und Brüder. Und für den, der diesen Weg geht, da öffnet sich das Tor der Ewigkeit, mächtig und groß, wunderbar in unserer Wieskirche dargestellt. Der begegnet dann dem auferstandenen Herrn, dem Wiederkommenden auf dem Regenbogen, auf dem Friedensbogen. Und dann heißt es,
Er wird alle Tränen abwischen und wir dürfen zu Tische sitzen in seinem Reich. Beten wir glaubend, hoffend und liebend. Dann wirst du alle Tränen trocknen. Und wir werden dich, unseren Gott, schauen, wie du bist, der ähnlich sein auf ewig und dein Lob singen ohne Ende. Amen. Bekennen wir nun unseren Glauben. Ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels und der Erde, und an Jesus Christus, seinen eingeborenen Sohn, unseren Herrn, empfangen durch den Heiligen Geist, geboren von der Jungfrau Maria, gelitten unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben und begraben, abgestiegen in das Reich des Todes, am dritten Tag auferstanden von den Toten, aufgefahren in den Himmel, er sitzt der Rechten Gottes des allmächtigen Vaters. Und dort wird er kommen, zu richten die Lebenden und die Toten. Ich glaube an den Heiligen Geist, die heilige katholische Kirche, Gemeinschaft der Heiligen, Vergebung der Sünden, Auferstehung der Toten und das ewige Leben. Amen. Herr Jesus Christus, du demütiger Schmerzensmann, wir treten vor dein Bildnis und sehen dich als den Gottesknecht. In aller Not streckst du uns deine Hand entgegen, höre uns nun unsere Bitten, erhöre unser Flehen, und sieh auf unsere Herzen, die sich dir im tiefsten Vertrauen öffnen. Wir beten für deine heilige Kirche, unseren Papst Franziskus, unseren Bischof Erdmann. Wir beten für alle Glieder deines heiligen Volkes, besonders für unsere katholische Kirche in Deutschland. Führe uns alle, trotz aller verschiedenen gesellschaftlichen und theologischen Ansätze und Richtungen, in der Einheit mit dir und der Weltkirche in eine gute Zukunft. Herr Jesus Christus, wir bitten für uns. Wir beten um den Frieden in der Welt, in den großen globalen Dimensionen, wie auch in unserem privaten Umfeld. Bewege die Herzen der Verantwortlichen, damit sie dem furchtbaren Krieg in der Ukraine und in den anderen Kriegsgebieten auf dem Erdenrund ein schnelles Ende setzen. Herr Jesus Christus, wir bitten dich, erhöre uns. Wir beten um die Wohlfahrt der Menschen hier in unserer Heimat und aller Orten. Lass uns immer mehr erkennen, dass wir ohne deinen Segen und die bewegende Kraft des Heiligen Geistes nichts vermögen. Herr Jesus Christus, wir bitten dich, erhöre uns. Wir beten für unsere Natur und alles, was uns Menschen zur Sorge anvertraut ist. Bewahre uns vor Naturkatastrophen, vor Seuchen, allem Unheil und lehre uns immer wieder neu, mit deiner Schöpfung sorgsam umzugehen und sie zu bewahren. Herr Jesus Christus, wir bitten dich, erhöre uns.
Wir beten in einem Moment der Stille in unseren eigenen Anliegen. Herr Jesus Christus, wir bitten dich, hör uns. Wir beten für alle, die uns im Tod schon vorausgegangen sind, unsere lieben Angehörigen und Freunde unserer Familien, all die Wohltäter und Mitglieder unserer Pfarreien und all die guten Menschen, die unseren Lebensweg bisher begleitet haben. Erbarme dich ihrer und öffne ihnen die Pforte zur himmlischen Ewigkeit, wo es keine Tränen und keinen Tod mehr gibt, und lass auch uns dereinst deine liebende Herrlichkeit schauen. Herr Jesus Christus, wir bitten dich, Heiliger Gott, heiliger, starker Gott, heiliger, unsterblicher Gott, Jesus Christus mit dem Heiligen Geist zur Ehre Gottes des Vaters, dir sei Lobpreis und Ehre jetzt und in alle Ewigkeit. Amen.
Lasset uns beten. Barmherziger Gott, mit diesen Gaben bringen wir unsere Bereitschaft, unserem Erlöser und Heiland Christus nachzufolgen. Seine Gesinnung präge unser Denken und Handeln. Darum bitten wir durch ihn, Christus, unseren Herrn. Amen. Der Herr sei mit euch. Und mit deinem Geist. Erhebe die Herzen. Wir haben sie beim Herrn. Lasset uns danken dem Herrn, unserem Gott. Das ist würdig. Wir danken dir, treuer Gott und barmherziger Vater, denn du bist unsagbar groß und heilig, Herr des Himmels und der Erde, Vater des Erbarmens und Gott allen Trostes. An diesem Ort gabst du uns eine Stätte der Gnade, zum Gedächtnis an deinen Sohn, unseren Herrn Jesus Christus. Er wurde freiwillig ein Opfer von Hass und Gewalt, um das Böse zu besiegen durch deine Liebe. Er ließ sich fesseln an die Säule der Schmerzen, um uns zu erlösen aus der Knechtschaft des Bösen. Obgleich ohne Schuld war, wurde er gegeißelt und geschlagen, um uns rein zu waschen von unseren Sünden. Am Kreuz hat er sein Leiden vollendet und gab sein Leben zurück in deine Hände. Du aber hast ihn erhöht als das Lamm, das alle, die an ihn glauben, zur Quelle des Lebens führt. Durch ihn, unseren Heiland und Erlöser, preisen wir jetzt und in Ewigkeit dein Erbarmen und singen mit den Chören der Engel das Lob deiner Herrlichkeit. Ja, du bist heilig, großer Gott, und alle deine Werke verkünden dein Lob. Denn durch deinen Sohn, unseren Herrn Jesus Christus, und in der Kraft des Heiligen Geistes erfüllst du die ganze Schöpfung mit Leben und Gnade. Bis ans Ende der Zeiten versammelst du dir ein Volk, damit dein Name das reine Opfer dargebracht werde, vom Aufgang der Sonne bis zum Untergang. Darum kommen wir vor dein Angesicht und feiern Gemeinschaft mit der ganzen Kirche den Sonntag, den ersten Tag der Woche, als den Tag, an dem Christus von den Toten erstanden ist. Durch ihn, den du zu der Rechten erhöht hast, bitten wir dich, allmächtiger Gott. Heilige unsere Gaben durch deinen Geist, damit sie uns werden, Leib und Blut deines Sohnes, unseres Herrn Jesus Christus, der uns aufgetragen hat, dieses Geheimnis zu feiern. Denn in der Nacht, da er verraten wurde, nahm er das Brot und sagte Dank, brach es, reichte seinen Jüngern und sprach: Nehmet und esset alle davon, das ist mein Leib, der für euch hingegeben wird.
Ebenso nahm er nach dem Mahl den Kelch, dankte wiederum, reichte ihn seinen Jüngern und sprach: Nehmet und trinket alle daraus, das ist der Kelch des neuen und ewigen Bundes. Mein Blut, das für euch und für alle vergossen wird zur Vergebung der Sünden, tut dies zu meinem Gedächtnis. Geheimnis des Glaubens. Deinen Tod, o Herr, verkünden wir, und deine Auferstehung preisen wir, bis du kommst in Herrlichkeit. Darum, gütiger Vater, feiern wir das Gedächtnis deines Sohnes. Wir verkünden sein heilbringendes Leiden, seine glorreiche Auferstehung und Himmelfahrt und erwarten seine Wiederkunft. So bringen wir dir mit Lob und Dank dieses heilige und lebendige Opfer dar. Schau gütig auf die Gabe deiner Kirche, denn sie stellt dir das Lamm vor Augen, das geopfert wurde und uns nach deinem Willen mit dir versöhnt hat. Stärke uns durch den Leib und das Blut deines Sohnes und erfülle uns mit seinem Heiligen Geist, damit wir ein Leib und ein Geist werden in Christus. Er mache uns auf immer zu einer Gabe, die dir wohlgefällt, damit wir das verheißene Erbe erlangen mit deinen Auserwählten, mit der seligen Jungfrau und Gottesmutter Maria, ihrem Bräutigam, dem heiligen Josef, mit deinen Aposteln und Märtyrern, mit allen Heiligen, auf deren Fürsprache wir vertrauen. Barmherziger Gott, wir bitten dich, dieses Opfer unserer Versöhnung bringe der ganzen Welt Frieden und Heil. Beschütze deine Kirche auf ihrem Weg durch diese Zeit, stärke sie im Glauben, in der Hoffnung und in der Liebe. Deinen Diener, unseren Papst Franziskus, unseren Bischof Bertram und die Gemeinschaft der Bischöfe, unsere Priester und Diakone, alle, die zum Dienst in der Kirche bestellt sind und das ganze Volk deiner Erlösten. Erhöre, gütiger Vater, die Gebete der hier Versammelten. Und führe zu dir auch alle deine Söhne und Töchter, die noch fern sind von dir. Erbarme dich aller unserer verstorbenen Brüder und Schwestern und aller, die in deiner Gnade aus dieser Welt geschieden sind. Nimm unsere Verstorbenen auf in deine Herrlichkeit und mit ihnen lass auch uns, wie du zu heißen hast, zu Tische sitzen in deinem Reich. Dann wirst du alle Tränen trocknen und wir werden dich, unseren Gott, schauen, wie du bist, der ähnlich sein auf ewig und dein Lob singen ohne Ende. Darum bitten wir dich durch unseren Herrn Jesus Christus, denn durch ihn schenkst du der Welt alle guten Gaben. Durch ihn und mit ihm und in ihm ist dir Gott, allmächtiger Vater, in der Einheit des Heiligen Geistes, alle Herrlichkeit und Ehre, jetzt und in Ewigkeit. Amen. Lasst uns beten, wie der Herr uns zu beten gelehrt hat. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille heute und
Erlöse uns, allmächtiger Vater, von allem Bösen und gib Frieden in unseren Tagen. Komm uns zu Hilfe mit deinem Erbarmen und bewahre uns vor Verwirrung und Sünde, damit wir voll Zuversicht das Kommen unseres Erlösers, Jesus Christus, erwarten. Denn dein ist das Reich. Der Herr hat zu seinen Aposteln gesagt, Frieden hinterlasse ich euch, meinen Frieden gebe ich euch. Deshalb bitten wir, Herr Jesus Christus, schau nicht auf unsere Sünden, sondern auf den Glauben deiner ganzen Kirche und schenke ihr und schenke unserer ganzen Welt Einheit und Frieden. Der Friede des Herrn sei alle Zeit mit euch und mit deinem Geist. Gebt einander ein Zeichen des Friedens und der Versöhnung. Seht, das Lamm Gottes, das hinwegnimmt die Sünden der Welt. Herr, ich bin nicht würdig, dass du eingehst unter mein Dach, aber sprich nur ein Wort, so wird meine Seele gesund. Die mit Tränen sehen, werden mit Jubel ernten.
Mein Jesus, ich glaube, dass du im allerheiligsten Sakrament des Altares zugegen bist. Ich liebe dich über alles und meine Seele sehnt sich nach dir. Da ich dich aber jetzt im Sakrament des Altares nicht empfangen kann, so komme wenigstens geistigerweise zu mir. Ich möchte dich empfangen, Herr, mit jener Reinheit, Demut und Andacht, mit der deine heiligste Mutter dich empfing, mit dem Geist und der Inbrunst der Heiligen. Jesus, komm in mich und mache mich zu einem Tempel deiner Gegenwart. Komm in mein Herz und mache es zu deinem Tabernakel. Erfülle mich mit deinem Wort, mit deiner Liebe, mit deinem Frieden. Erfülle mich mit deinem Erbarmen und mit deiner Gnade. Ich umarme dich, mein Jesus. Heilige Maria, mit dir möchte ich Jesus jetzt nahe sein. Mit deiner Reinheit, deiner Heiligkeit. Mein Herr und mein Gott, nimm du jetzt alles von mir, was mich hindert zu dir. Mein Herr und mein Gott, gib jetzt alles mir, was mich fördert zu dir. Mein Herr und mein Gott, nimm mich mir und gib mich ganz zu eigen dir. Amen. Thank you.
Lasset uns beten. Gütiger Gott, wir danken dir für deinen Sohn Jesus Christus, der unser Leben geteilt hat. Um seine Tränen willen bitten wir, wandle unsere Tränen in Freude, die ihre Vollendung findet in deiner ewigen Herrlichkeit. Darum bitten wir durch ihn, Christus, unseren Herrn. Am Ende dieses Gottesdienstes, liebe Brüder und Schwestern, gilt es, Dank zu sagen. Dank dem Chor Adoremus aus Vilnius, aus Litauen, für die großartige Musik, den großartigen Gesang. Wenn der Herr Prälat gesagt hat, dass wir hier wie im Himmel schon sind, die Musik, die hat es uns noch einmal verdeutlicht. Es war wirklich schon himmlisch. Vergelt's Gott. Ich möchte mich ganz herzlich bedanken bei den hier, die mit am Altar gestanden sind. Herr Diakon Karl mit der Männergruppe der Männerseelsorge der Diözese Augsburg. Der Weg vom Lindau hat hier nun ein Ende gefunden. Wir haben gestern am Glaubenstag eine schöne Formel gefunden. Wenn man mit dem Bus zum Wallfahrten geht, dann ist man busfertig. Und wenn man mit den Füßen geht, dann ist man fußfertig. Und ich kann mir vorstellen, dass ihr jetzt auch froh seid, dass ihr am Ziel angekommen seid. Ganz herzlich möchte ich mich natürlich bedanken bei dir, lieber Georg, Prälat Georg Kirchmeier, dem ehemaligen Wieskuraten, für die wunderbare Predigt. Und es heißt schon, wovon das Herz voll ist, davon spricht der Mund. Und man merkt halt, wenn man so lange wie du hier an dieser Stätte war, dann ist man wirklich mit dem Wiesheiland du. Herr Du, ist man wirklich erfüllt von der großen Gnade. Ich darf es jetzt seit ein paar Monaten spüren, diesen Kraftort, diesen Gnadenort. Du hast mir viele, viele Jahre voraus, du hast uns eine wunderbare Predigt gehalten. Ich glaube, die ist uns allen zu Herzen gegangen. Vielen herzlichen Dank, vergelt's Gott. Und schön, dass du gekommen bist. Jetzt wünsche ich Ihnen allen, Ihnen, die Sie in der Kirche sind, aber auch die Sie über KTV zugeschaltet sind, einen schönen, gesegneten Sonntag. Ich verabschiede die Besucher der Kirche immer mit dem Satz, nehmen Sie den Segen des Wiesheiland mit nach Hause zu Ihren Lieben. Nehmen Sie auch über Fernsehen den Segen des Wiesheiland entgegen. Grüßen Sie Ihre Lieben. Denken Sie an die, die Schwierigkeiten haben, die Tränen vergießen. Vielleicht kommen Sie auch einmal her. Auf jeden Fall dürfen Sie wissen, dass wir auch mit Ihnen im Gebet verbunden sind. Für all diejenigen, die hier in der Kirche sind, sie sollen den Ruf, geht hin in Frieden, den dann nun unser Diakon kraftvoll anstimmen wird, jetzt nicht ganz so ernst nehmen, denn dieser großartige Chor Adoremus aus Vilnius wird es dann noch ein Konzert geben. Und es ist wirklich schade, wenn man sich das entgehen lässt. Ihnen allen einen schönen, gesegneten Sonntag. Bitten wir nun um den Segen des Herrn. Der Herr sei mit euch. Und mit deinem Geist. Vor Blitz, Hagel und Ungewitter. Bewahre uns, Herr Jesus Christus. Herr, höre mein Gebet. Lass mein Ruf Lasset uns beten. Ewiger Gott und Vater, deine Allmacht hat die Schöpfung ins Dasein gerufen. Deine Weisheit hat der Natur die Gesetze geschenkt, die das Leben spenden und erhalten. Beschütze in deiner Vatergüte alles Leben vor der Zerstörung durch entfesselnde Gewalten der Natur. Lass die Früchte der Erde reifen zum Besten aller deiner Geschöpfe. Nimm uns alle ängstliche Sorge und erfülle uns mit Vertrauen. Gib uns Dankbarkeit für die Gaben deiner Liebe, dies erbitten wir durch Christus, unseren Herrn. Amen. Der Herr wird seinen Segen geben. Und der Segen des allmächtigen Gottes, des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes komme herab auf euch, auf das Werk eurer Hände und eures Geistes, auf die Früchte der Erde, auf das Vieh und bleibe bei uns alle Zeit. Gehet hin in Frieden, dann sei Gott im Herrn.